Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit einer neuen Folge von unserem Technikon. Wir sind mittlerweile angekommen bei KW Kompressor. Vor einigen Wochen war ich in Bayern bei der Firma Infinitas und da ist auch die Firma ASA und die fertigt tatsächlich Kompressoren selber. So, und dort habe ich den Christian kennengelernt. Hallo Philipp. Und ich bin der Meinung, es gibt keinen, der uns heute diese Thematik besser erklären wird als du. Danke, danke für die Lorbeeren. Wir fangen gleich ganz hart an. Es ist tatsächlich so, dass ihr hier hausintern einen Großteil dieser Produkte fertigt. Produkte, richtig. Einzelteile und so weiter. Genau. Also wir sind ein Team mit mehreren Ingenieuren. ASA entwickelt die Kompressoren komplett selber. Das heißt, das ganze Engineering machen wir selber. Das Fertigen zum großen Teil auch. Also du siehst zum Beispiel hier aus dem vollen gefräste Gehäuse von unserem neuesten Kompressor. Allerdings so Teile natürlich, die kaufen wir zu. Ja, Verdichterläufe, die machen wir jetzt nicht selber. Genauso wie das Getriebebauteile, die designen wir, aber die werden außer Haus gefertigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich hier war, ich habe da gar nicht mitgerechnet. Ich dachte, das wäre mehr nur so, es werden Kompressoren genommen, die kommen aufs Auto drauf und nicht im Ansatz, dass ihr sowas hier komplett selber baut. Weil ja, da gehört ja schon ein bisschen mehr zu, sowohl fertigungsmäßig als auch Know-how-technisch, bis es am Ende auch funktioniert. Ja. Weil für mich ist Kompressor immer so ein rotes Tuch, gehen halt gerne mal kaputt, aber hier sieht man auch sogar, dass sie mal funktionieren können. Also wir sind der Einzige, der eine OEM-Freigabe hat. Ich denke mal, die ASA-Kompressoren sind eigentlich bekannt dafür, dass sie funktionieren. Geil. Die funktionieren schon gut. So, und deswegen glaube ich, dass dieser Mann hier uns heute zum Thema Kompressoren auf jeden Fall jede Menge erzählen wird. Erstmal, wir fangen ganz bei der Basis an. Dass es ein Kompressor hier ist, ist schon mal richtig. Vom Oberbegriff her. Ja, ja, genau, richtig. Wie ist der eigentliche Begriff dafür? Der Kompressor passt schon. Du definierst das über das Druckverhältnis. Es gibt ja auch Gebläse zum Beispiel. Ein Gebläse fördert ja auch Luft. Nur ein Gebläse hat nicht das Druckverhältnis. Ab einem gewissen Druckverhältnis sprichst du von einem Kompressor. Mhm. Und das erreichen wir. Wo genau die Grenze ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das heißt, ein Gebläse könnte als Beispiel nur 0,1 Bar und ab 0,2 ist ein Kompressor. So, ja, ich glaube ein bisschen größer, aber im Prinzip ist das so, genau. Mhm. Richtig. Und ein Kompressor wird im Prinzip angetrieben, nicht im Prinzip, ein Kompressor wird mechanisch angetrieben. Mhm. In der Regel meistens von Riemen. Wir hatten schon mal was Ähnliches bei GWG-Lader. Da war das eigentlich aber mehr ein Verdichter. Spiralverdichter, genau. Ja. War mehr ein Verdichter. In dem Fall sind wir jetzt beim Kompressor angekommen. Jetzt wird spannend. Also, wenn ich kurz einsteigen darf. Genau, ein G-Lader ist ein Spiralverdichter und es gibt verschiedene Formen der Verdichter. Es gibt erstmal die große Hauptgruppe Verdrängerkompressoren und Strömungskompressoren. Der Spiralader, der G-Lader, ist ein Verdrängerkompressor. Da hast du zwei Spiralen, die einander greifen und vorsichtig in ein Volumen schieben. Unser Kompressor ist ein mechanisch angetriebener Radialverdichter. Das heißt, was wir haben, wir treiben hier über eine Riemenscheibe ein Getriebe an. Das heißt, wenn ich hier drehe, dreht sich der Verdichterläufer. Das wird im Verhältnis 1 zu 7 schnell übersetzt. Bei dieser Variante, ASA fertigt insgesamt drei Kompressoren, T1, T3, T6. Das ist der neueste Kompressor von uns, der T6-Kompressor. Der übersetzt im Verhältnis 1 zu 7 Schnelle. Mhm. Eigentlich unser langsamster Kompressor, der T1, übersetzt im Verhältnis 1 zu 15. Das ist eigentlich auch der Kompressor, der bei den OEM-Herstellern freigegeben ist. Wird zum Beispiel verwendet bei Alpina, in einer Sonderserie gemacht mit BMW. Wird bei diversen Schiffsmotoren eingesetzt, also da gibt es einige OEM-Anwendungen. Mhm. Der ist jetzt, der T6 ist eine neue Variante, eine etwas andere Variante, baut sehr kurz, ja, ist sehr kompakt, ist nicht ganz so aufwendig wie der T1-Kompressor. Und die haben wir zum Beispiel auch verwendet oben bei dem Motor, den du gesehen hast, beim S55-Motor. Mhm. Prinzipiell kann man aber sagen, dass der Kompressor eigentlich das gleiche wie ein Turbolader ist, nur dass halt in der Mitte abgeschnitten ist und ein Getriebe dran hängt, ein Riemen dran geht. Genau, also beide haben die Aufgabe, Luft zu fördern und dadurch die Füllung vom Motor zu verbessern. Das heißt, der eigentliche Aufbau von Verdichterrad, von Verdichtergehäuse, die Kontur und die Schnecke da drin ist theoretisch gleich. Also in dem Fall ist er gleich, weil wir eben auch einen Strömungslader haben. Mhm. Ja, Turbo ist ein Strömungslader, das kennt ja jeder. Das, wenn man mal bei Turbo reinschaut, hat jeder sowas schon gesehen. Mhm. Ja, da hast du so ein Rädchen drin, das dreht sich ganz schnell. Beim ATL ist dann auf der Seite eine Turbine, da geht der Abgasstrang durch, wird dann auch über den Abgasstrang angetrieben. Und bei uns, man sieht es eben hier, bei uns ist ein Zahnrädchen dran. Mhm. Über das Zahnrad wird dann in Schnelle übersetzt und vorne ist eine Riemenscheibe dran. Und wir greifen in der Regel dann eben von der Kurbelwellenriemenscheibe über den Poly-V-Riementrieb die Energie ab, um das anzutreiben.
und das Getriebe dazwischen braucht man einfach, damit dieses Rad am Ende die gewünschte Drehzahlgeschwindigkeit kriegt. Genau, also ein Strömungslader ist deswegen ein bisschen schwierig, weil sie schnell drehen muss. Mhm. So ein Rootsgebläse, so ein Eaton-Kompressor zum Beispiel, der dreht sich so im Bereich von 12 bis maximal 20.000 Umdrehungen. Manche ein bisschen das schneller. Ist so ein Schraubenkompressor dann? Der ja, genau, mhm. genau. Das ist so ein Schraubenkompressor, richtig. Und unsere Verdichter, also der T6... Ich muss einmal kurz unterbrechen. Ist das dann auch ein Schraubenkompressor oder ist es dann in dem Fall ein Schraubenverdränger? Er heißt Schraubenverdichter, weil er die Luft verdrängt. Und da gibt es auch verschiedene Prinzipien mit gleichbleibendem Volumina, was er vor sich her schiebt, oder mit einem komprimierenden Volumen. Mhm. Okay, also ist nicht ganz so einfach. Okay. Also ist auf jeden Fall Verdrängerkompressor. Verdränger, okay. Ja, es gibt verschiedene, es gibt auch den Roots zum Beispiel, schaut aus wie zwei Achter, die ineinander greifen. Also die Verdrängerkompressoren gibt es mehrere Varianten. Mhm. Spiraler haben wir schon besprochen, den Eaton, das mhm. zwei Schraubenverdichter sind, mit und ohne innerer Verdichtung. Und dann gibt es eben noch den Rootskompressor, das ist eigentlich einer der ersten Typen, wo sich zwei so Art Achter ineinander mhm. greifen und die dann... So ein bisschen aufgebaut, wie man auch von Ölpumpen und so weiter eigentlich auch ganz gerne kennt, ne? Ölpumpen ist es nicht. Kann sein, weil Ölpumpen sind ja also mehrere Zähne, ne? Da greifen dann auch wieder nicht nur zwei Achten ineinander, ja, sondern mehrere also Zähne. Im Prinzip haben sie immer ein Volumen, was sie fest vor sich her schieben. Mhm. Das sind Verdrängerkompressoren, deswegen mhm. heißen sie Verdrängerkompressoren. Mhm. Und die Strömungslader, da gibt es nicht viele Hersteller, da sind eigentlich wir eine der, ich würde mal sagen, der einzige in Deutschland. Sonst gibt es noch einen Rotrex in mhm. Europa, in Amerika gibt es noch ein paar mehr, da gibt es einen Fortech. Und noch zwei da. Ja. Aber das ist eigentlich so eine Sondersparte, muss ich sagen. Also die Radialverdichter, nicht heisch angetrieben, machen nicht viele. Mhm. Und ich sag mal, wir sind die einzigen, die mit diesen Drehzahlen und mit Getriebe weltweit sowas bauen. Mhm. Die Amis haben auch ein Getriebe drin, der Rotex hat ein Reibradgetriebe drin, wir haben ein formschlüssiges Getriebe, das heißt formschlüssig deswegen, wir haben Zahnräder. Mhm. Ja? Mhm. Zahnrad greift ein, es wird zwangsweise vor sich hergetrieben. Also ASA ist der einzige, der Drehzahlen bis 100, wir sind inzwischen schon bei 130.000 Umdrehungen, mit einem formschlüssigen Getriebe erreicht. Und jetzt kommen wir eben zu der Sache, ein Radialverdichter muss sich schnell drehen. Mhm. Sonst funktioniert er nicht. Also, sag mal so, bei 50, 60.000 fangen die langsam erst an Luft zu fördern. Und so ab 100.000 ist eigentlich richtig los. Das heißt, das wäre die nächste Frage gewesen. Die Strömungskurve, also mhm. die Volumenkurve von so einem Verdichter ist nicht linear, dass sie mit steigender Drehzahl immer mehr macht, sondern nee. Die geht exponentiell so nach oben. Richtig. Und irgendwann kippt sie dann aber oder irgendwann platzt das Ding nur auseinander. Ja, irgendwann. Also irgendwann ein Schluss, vorbei, okay. Irgendwann ist immer Schluss. Aber genau wie du sagst, also die Förderkennlinie, der Massenstrom, der Volumenstrom von einem Radialverdichter ist eher quadratisch zur Drehzahl. Stimmt im Gesamtkonzept nicht so ganz, weil du meistens dann Drosselverluste hast. Das heißt, im Ergebnis bei Verbrennungsmotoren harmoniert es eigentlich schon sehr gut. Also es gibt ja immer noch Fans von B5, B6, B7 von Alpina, weil die einfach sagen, das harmoniert sehr, sehr schön mit dem Verbrennungsmotor. Da ist es eigentlich schon so, der Ladedruck steigt relativ schnell an, damit auch das Drehmoment hat ein schönes Plateau dann. Ich glaube, der Alpina hat so zwischen 5 und 5,5 hat er das maximale Drehmoment. Und fährt sich eigentlich wie so ein Hochdrehzahlmotor. Mhm. Jetzt weiß ich aber dann auch, warum minimalste Veränderung an dem eigentlichen Riemrad auf der anderen Seite gleich immer so viel mehr Leistung macht. Ja. Weil wenn das natürlich exponentiell mit der Luft nach oben in manchen Bereichen weitergeht, ne? Mhm. Klar, dann macht natürlich ein bisschen mehr Drehzahl gleich wieder viel aus. Das ist richtig. Also 5000 Drehungen merkst du schon deutlich bei uns. Und 5000 Drehungen hört sich nach viel an, aber wenn du 1 zu 15 schnell übersetzt, dann machst du eine Riemscheibe drauf, die 5 oder 10 mm kleiner ist, dann hast du gleich 5.000 Umdrehungen mehr oder 10.000 Umdrehungen mehr. Dieser macht jetzt aber keine 100.000. Nein, das ist unser neuester Kompressor, der T6-Kompressor. Ich zeig den mal. Mit Vollbillet-Gehäuse, sieht mal gut aus. Genau, ist noch aus dem Vollen gepräst. Also die ersten T6-Kompressoren fräsen wir bei uns im Haus aus dem Vollen. Der hat ein Stirnradgetriebe eingebaut, das im Verhältnis 1 zu 7 Schnelle dreht. Weil er nicht so schnell dreht, der dreht jetzt maximal, also beim M4 Hybrid Charger drehen wir so um die 60.000, 65.000 Drehungen, haben wir hier einen großen Verdichterlauf eingebaut. Das ist ein richtig großes Ding, was er sich dreht. Ja. Richtig Wasser auch. Damit, ja, das ordentlich Krabbelstellend. Also da machen wir es dann so, dass wir nur 60.000, 65.000 Drehungen drehen, aber halt dafür mit einem großen Verdichterlauf. Mhm. Gibt es einen, kann man sagen, kleiner Kompressor, mehr Drehzahl oder großer Kompressor mit weniger Drehzahl? Schauen wir uns mal das an. Wo ist die Grenze da einfach erreicht? Also warum geht man dann in die Richtung und lässt den nicht einfach höher drehen? Also
Sehr gut, Philipp, das ist genau, was du sagst. Der hier dreht langsam, der hier dreht schnell. Jetzt könnte man meinen, dass der mehr Luft schafft als der. Mhm. Ist aber nicht so. Der schafft mehr Luftmasse. Warum? Der dreht bis zu 110.000 Umdrehungen, der dreht eben die 63, 64, 65.000 Umdrehungen. Mhm. Also die Größe allein ist es nicht, ist immer die Drehzahl. Das heißt, deine Frage ist damit beantwortet, nicht die Größe macht, sondern die Drehzahl. Mhm. Verstehe. Aber die Drehzahl ist irgendwann limitiert. Ja, klar. Ist ja wie beim Motor, den kannst du auch nicht bis... Für unseren Fall jetzt aber, kommt tatsächlich aus dem am Ende die gleiche Luftmasse wie aus dem mehr, raus? Mehr. Echt sogar noch mehr? Der schafft mehr. Also das ist jetzt, lass mich überlegen, das müsste jetzt ein 3470 sein, also nee, sogar noch größer. Also ich sag mal, der schafft ungefähr 720 bis 750 PS und bei dem sind wir momentan bei 600 PS. Ach so. Warum ist das dann hier so groß ausgelegt? Weil er langsamer dreht. Okay. Weil er eben langsamer dreht und das muss er dann kompensieren durch seine Größe. Und schneller drehen lassen? Geht Getriebebauform technisch nicht? Warum ist er limitiert? Also einmal ist er limitiert wegen des Wälzlagers. Du siehst ja, wir haben es alles Wälz gelagert. Ja, also die Verdichterwellen, hier sieht man es auch. Hier sieht man genau, auch da kommen wir später nochmal. Wir haben Wälzlager, die halten eine gewisse Drehzahl aus. Aber das ist eigentlich normal nicht das Limit. Das Limit ist eigentlich die Umfangsgeschwindigkeit. Mhm. Je größer der ist, umso größer ist die Umfangsgeschwindigkeit. Mhm. Und irgendwann fängt das Material an zu versagen. Mhm. Das heißt, die Grenze ist eigentlich das Material, was in Relation zum Durchmesser steht, beim Verdichterläufer. Mhm. Das heißt, wir könnten den nie so schnell laufen lassen wie dem. Also der hier ist mit 65.000, 70.000 dann schon langsam seine Grenze, wo man sagen kann, da ist die Sicherheit dann langsam unter 1,1, unter 1,2. Da musst du dann aufhören. Und dann ist die Umlaufgeschwindigkeit hier so hoch, dass wenn nur irgendwas Kleines sofort da, selbst Staub so ungefähr, wird dann da schon zum richtigen Geschoss, oder? Das ist nicht, weil es einschlägt, sondern du siehst es bei Läufern, die so schnell drehen, die haben dann sowas wie Orangenhaut hier. Die fangen dann wirklich an zu fließen. Krass. Also die haben dann das, was keiner haben möchte, vor allem unsere Damen, die haben dann hier Orangenhaut, dass sie sich so schnell drehen. Auch nicht schlecht. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal eine Frage. Wir sind gerade beim Verdichter. Ich kenne das von bei Toro-Ladern, beim Verdichter, dass die eher ein Superback in die andere Richtung haben. Mhm, dass es eher raussteht. Mhm. Ist hier nicht notwendig und man will lieber den Bauform für die Lagerung da haben? Oder hat das auch einen technischen Hintergrund, dass es jetzt so gefertigt ist? So, Superback ist richtig, ist gut, ist besser für die Dauerfestigkeit. Für die Festigkeit in sich, aber auch für die Dauerfestigkeit. Wir haben das alles numerisch durchgerechnet und haben festgestellt, wir brauchen es bei dem nicht, weil er doch relativ langsam dreht. Und dadurch haben wir uns Bauraum geholt. Wenn du schaust, wir haben hier einen Flansch. Und der Flansch, also bei dem T6 haben wir eigentlich jeden Millimeter geschunden, um den möglichst kurz zu bauen. Bei dem Flansch siehst du, dass er ein bisschen erhöht ist. Und da haben wir uns so ungefähr, ja, ich sag mal, 3 bis 4 Millimeter geholt, die wir dann drüben beim Getriebe geschunden haben, dass der insgesamt noch mal 3 oder 4 Meter kürzer wird. Und jetzt muss man wirklich sagen, das Ding ist wirklich ultra kurz, ne? Vom Bauform her. Also du überlegst komplett mit Riemenrad, mit allem. Das ist eigentlich das Getriebe. Das ist eigentlich so, sehr aber in Summe, ich wollte gerade sagen, in Summe ist das echt. Also wenn man sich das mal anschaut mit unseren Freunden aus Amerika, mit unseren Mitbewerbern, ist das ungefähr vom Volumen her das Getriebe, ich schätze mal, 35% haben wir vom amerikanischen Getriebe. So, wir arbeiten uns mal einmal durch den Kompressor durch. Verdichterrad haben wir, dann geht es hier rein, kommt auf der Seite hier raus. Und dann kommt als allererstes die Lagerung. Die haben wir hier noch mit drauf. Mhm. Also das ist jetzt unser schnell laufender Kompressor. Das ist der sogenannte T1-Kompressor. Hier sind wir beim T6, da kann man ja relativ schön sehen, wie es funktioniert. Was haben wir? Wir haben einmal eine Eingangswelle und wir haben eine Verdichterwelle. So, die Eingangswelle sitzt hier drinnen. Und die wird dann eben angetrieben über eine Riemenscheibe. Und die würde dann hier die Verdichterwelle, das kriege ich natürlich nicht so schön, deswegen klingt das nicht gut. Die treibt dann im Verhältnis 1 zu 7 die Verdichterwelle an, die dann wiederum hier den Läufer seine Drehung gibt. Grund für die Schrägverzahnung in dem Fall? Geräusch. Einfach nur das Geräusch. Das klingt einfach schöner. Du kennst die geradverzahnten Ringgetriebe, ja. Die heulen ziemlich. So geil klingen. Aber klar, wenn man das natürlich jeden Tag als Geräusch vorne aus dem Motorraum hast. Ich kann dich beruhigen, der T6 macht auch noch ein bisschen Geräusche, der pfeift ein bisschen, der hechelt ein bisschen, der ist ein bisschen lauter. Unser T1, den haben wir inzwischen so weit, der ist eigentlich fast nicht mehr hörbar. Wobei der eigentlich auch ein kleineres Modul hat, das hat damit auch was zu tun. Also man hört noch ein bisschen was,
Aber es ist ja auch eben nicht so. Mhm. Und hier sind zwei Kugellager nebeneinander. Richtig. Gleitlager würde nicht gehen, wie man so von Turbolagern kennt. Geht schon, aber hast einen schlechten Wirkungsgrad. Dadurch, dass du im Verhältnis 1 zu 15 beim T1 oder 1 zu 7 beim T6 in Schnelle übersetzt, wird der 1 Newtonmeter auf der anderen Seite schon 15 Newtonmeter beim T1 oder 7 Newtonmeter beim T6. Und das ist alles Verlustleistung, das ist nicht gut. Die wollen wir nicht haben. Reden auch nicht von 1 Newtonmeter bei Gleitlagern zusätzlich, wir reden ja von 2, 3 Newtonmetern. Also das ist dann schon richtig viel, was fehlt. Beim Turbo ist es wurscht, da sage ich mal, der kriegt die Antriebsleistung kostenlos und das auch günstig. Aber ein Kompressor nehmen halt doch die Motorleistung ab und deswegen versuchen wir den so Wirkungsgrad optimal wie möglich zu gestalten. Mhm. Also unser Getriebe übrigens, dass wir, wenn wir gerade beim Wirkungsgrad sind, liegt bei ungefähr 95% Wirkungsgrad. Mhm. Und im Gleitlager wären wir vielleicht bei 80%. Mhm, krass. 95 ist schon verdammt gut. Das ist super, ja. Das ist schon nicht schlecht. Also das ist übrigens auch ein Vorteil von den Radialverdichtern. Weil du hattest mich vorher mal gefragt, was der Unterschied ist zwischen Radialverdichter und Verdrängerkompressor. Mhm. Also ein großer Unterschied ist, dass die Radialverdichter mit Wirkungsgraden von bis zu 80% arbeiten. Mhm. Und Verdrängerkompressor liegt zum Bereich von 50, 55%. Mhm. Also schon deutlich besser. Bei gleicher Luftmasse hast du beim Verdrängerkompressor 50, 45% Verlustleistung. Also von der eigentlichen Antriebsenergie wird nur 55% in die wird nur 55% in die Förderleistung reingesteckt. Beim Radialverdichter hast du bis zu 80% von Energie, die umgesetzt wird, in die eigentliche Aufgabe, Luft zu fördern. Mhm. Mhm. Der ganze Bereich ist ganz normal Öl umspült oder ist da richtig Druck drauf? Nee, das ist Ölnebel. Das ist nur Ölnebel, okay, also ist einfach nur benetzt. Genau. Mhm. Jetzt eine Frage. Siehst du auch, wir haben da einen. Wirklich, hat das einen richtigen Leben genommen. Der ist, ja, der ist noch ölig. Das war noch ein Prüfstand. Ist ja ölig, ist er fröhlich. Sag ich immer. Jetzt haben wir auf dieser Seite dieses immens schwere Rad, was sich mit 60.000 Umdrehungen da lustig munter drauf umdreht. Genau. Auf der anderen Seite ist aber eigentlich gar nichts. Das geht aber vom Abfangen, dass das nicht anfängt zu trudeln und so weiter? Ja, das wird alles abgefangen. Weil beim Turbolader hat man immer noch den Vorteil, eine Seite, andere Seite. Das sollte sich einigermaßen matchen. Mhm, stelle ich mir deutlich einfacher vor, als hier einmal richtig schwer, einmal gar nichts. Nein, die Wälzlager, die sind schon so, das ist auch der Vorteil von Wälzlagern, dass sie natürlich sehr genau führen, präzise führen, sehr starr sind. Mhm. Also die Kugellager, Wälzlager sind schon da besser gehalten als ein Gleitlager, um das exakt zu führen. Das heißt, die können das einfach aufnehmen. Ja. Okay. Ja, viel mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Dann kommt Deckel drauf. Und dann kommt einfach nochmal das Gleiche, in Anführungsstrichen, mit Rad, wo der Riemen drauf läuft. Genau, du siehst hier noch unsere Radialfliehkraftkupplung. Das heißt, mit der Kupplung kuppeln wir im Leerlauf aus. Da sitzen nochmal noch zwei Fliehkörper drauf. Ab einer gewissen Drehzahl gehen die nach außen. Jetzt über der Kupplung auch, nehmen dann die Kupplung mit und dann wird der Kompressor angetrieben. Das wäre jetzt nämlich noch der letzte Punkt gewesen, um mal so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile von so einem Kompressor. Logischerweise ist auf diesem Rad immer die Motordrehzahl. Das Ding ist komplett fest, auf dem Rad ist hier ist dauerhaft die Motordrehzahl. Genau. Das heißt, dieses Ding dreht immer genau 1:1 synchron mit der Kurbelwelle, auch in einem Übersetzungsverhältnis. Ja, das kommt auf an, wie die Riemenscheiben sind. Wenn die Kurbelwelle und Kompressorriemenscheibe gleich groß sind, dann gleich. Aber meistens machst du es so, dass die Kurbelwellenriemenscheibe ein bisschen größer ist. Das heißt, du holst schon eine gewisse Art von Vorübersetzung über den Riementrieb. Das heißt, nun gibt es gewisse Momente, zum Beispiel im Leerlauf, wo man ja diesen Antrieb dann definitiv verschenkt, wenn er die ganze Zeit mitdreht? Ja, richtig. Wobei, dann nimmt er die Leistung auf das, der Hauptgrund eher das Geräusch. Du hast im Leerlauf eine Drehungleichförmigkeit und wenn du es dann nicht abkoppelst, dann hast du immer ein bisschen so ein Rad an dem Getriebe drin. Deswegen haben wir eigentlich aus Hauptgrund die Kupplung entwickelt, damit das unschöne Rasseln im Leerlauf weg ist. Das heißt, der läuft erstmals mit, wie du sagst. Er hat eine gewisse Drehzahl, dann geht die Backen nach außen, nimmt die Kupplung mit und dann läuft der Kompressor so sanft an. Erinnert mich ein bisschen an meine Rollerzeit. Weißt du, was ich mir inspiriert? Ich habe mich inspirieren lassen durch die Stiel-Baumsäge, die haben auch ähnliche Kupplung drin. So Philipp, du wolltest wissen, wie die Kupplung funktioniert, dann schauen wir es dir nochmal im Detail an. Also hier haben wir eine komplett montierte Kupplung, wie du schon gesagt hast. Das dreht sich und je schneller sie es dreht, fängt die Fliehkraft an zu wirken. Und dann siehst du hier, habe ich schon hingelegt, dann fängt die Fliehkörper und der Reibbelag an, nach außen zu drängen, schleift langsam an der Kupplungsglocke und dann kuppelt der Kompressor ganz schön langsam ein. Das ist ein Federmasse-Prinzip, das heißt, die beiden Federn ziehen das zusammen
Damit können wir quasi auch steuern, bei welcher Drehzahl das Ganze einkuppelt. Also Feder zieht es zusammen, Masse drängt es auseinander. Ganz einfache Sache eigentlich. Eigentlich eine ganz einfache Sache, genau. Wirkungsgrad in dem Fall aber bei 1. Also nicht, dass es auf einmal bei x Verlustleistung anfängt, da durchzuschleifen. Ist das wäre ganz fatal. Also Wirkungsgrad ist bei 100%, muss ja. 100% ja. sein. Weil wenn es durchrutscht, dann hast du Wärme. Und Wärme ja. heißt dann auf den kleinen Dingen, wenn man da mal so 30, 40 kW übertragen, da fängt es gleich an, heiß zu werden. Also es darf nicht durchrutschen. Wir hatten in einem anderen Video die Frage bei eurem Prüfstand da hinten, wie viel kW der Motor wohl hat, um das auf Volllast anzutreiben. So, also der wie hoch die Antriebsleistung. Der Kompressor braucht je nach Einsatzfall zwischen, ja gut, bei kleinen Motoren vielleicht 10, 15 kW. Bei großen Anwendungen, mein, sagen wir mal, so ein Rennwagen, also den Alpina, den wir gebaut haben, da waren wir schon so bei 70 kW Antriebsleistung. Also ich glaube, ich habe 50 vorhin gesagt. 50 ist, ja. ist die gleiche Größenordnung. Ja. Also bis zu 70 kW laufen dann über so eine kleine Welle. Und ich finde auch, dass 70 kW über einen Keilriemen auch schon nicht so vernachlässigbar sind. Ja, da haben wir dann teilweise 8 pk Keilriemen ja. und nur für den Kompressor. Weil das ist schon richtig Leistung, die da durchgeht. Ja. Ich sehe haufenweise Bohrungen hier, das heißt, das Ganze ist am Ende auch noch gewuchtet. Da haben wir, du wolltest immer was aus dem richtigen Leben haben, das ist jetzt einer aus dem Versuch. Da haben wir uns erst ein paar Wuchtungen schon hinter sich. Da haben wir ein paar Wuchtungen gemacht, ja. Die werden natürlich, die Versuchskompressoren, die werden zerlegt, zusammengebaut. Ja, ja. Also wir haben auch schönere Teile hier, so schaut es dann aus, ja, wenn er noch ein bisschen gewuchtet ist. Ja, ja. Aber genau, das sind Wuchtbohrungen. Wir machen noch kurz ein, zwei, drei Sachen Vor- und Nachteile. Kompressor, wie bist du ursprünglich auf Kompressor gekommen? Also, oder war einfach Zufall? Oder fandest du das Prinzip schon immer toll? Oder hat sich einfach angeboten? Boah, das ist eigentlich meine Lebensgeschichte. Pass auf, ich fühle es an. Ich habe schon im Studium Motoren aus einem 7er BMW in einen 3er BMW reingebaut. Und da musste ich dann immer Autos schlachten. Wir haben vorher festgestellt, wir beide haben eine ähnliche Historie. Wir beide haben mit Autoteilen gehandelt. Und ich habe irgendwann mal einen Alpina geschlachtet und dann festgestellt, oh, in dem 3er BMW ist ein großer Motor drin. Fand ich total cool, hat auch Alpina toll gemacht. Habe ich nachgebaut und dann habe ich halt 3-4 Jahre lang immer große Motoren aus einem 7er in 3er reingebaut. Doch irgendwann wurde es dann blöd, da habe ich mir gedacht, ach, immer die Motoren suchen, das ist ja anstrengend, nervt. Und dann habe ich überlegt, was kannst du noch machen? Das war, ja, ich bin nicht mehr ganz so jung wie du, ja, vor 30 Jahren, vor gut 30 Jahren, 35 Jahren. Da ging es dann los mit Turbos auch, aber damals Turbos applizieren war echt wirklich schwierig. Und dann bin ich drauf gekommen, Kompressor. Und da habe ich irgendwie einen Turbo angeschaut, habe mir Kompressoren angeschaut. Ich habe dann noch eine Zeit lang bei einem Automobilzulieferer gearbeitet, wo das auch eine Entwicklung war. Und da habe ich dann eigentlich verstanden, dass man auch anders aufladen kann. Und dann wollte ich aber auch keinen Standardkompressor haben, wie jetzt ein Wutzgebläse oder wie ein Eaton-Kompressor, sondern ich wollte mein eigenes Ding entwickeln. Mhm. Und da bin ich dann drauf gekommen, Mensch, keine Unfallmotoren einbauen, sondern kein Turbo einbauen, sondern baue noch einen Kompressor dran. Du kannst den serienmäßigen Motor drin lassen, schraubst das in die Seite dran und lädst es damit auf. Mhm. So ist es aber die Kurzgeschichte. Die hat sich ungefähr 10 Jahre lang hingezogen. Verstehe. Also einfach aus dem Anwendungsfall sich überlegt, Kompressor, toll. Jetzt rückblickend 35 Jahre später, wenn du jetzt vorstehst und deinen eigenen Kompressor siehst, wie würdest du den Leuten jetzt in ein paar Sätzen erklären, was das Coole an so einem Kompressor ist? Also ein paar Vorteile, ein paar Nachteile im Betrieb später? Erstmal ist er anders. Ja, es gibt natürlich heutzutage zig Varianten, wie kannst du Leistung erzeugen. MG GmbH hat für Hochdrehzahlkonzept gemacht. Jetzt ist Mainstream Turbo, Turbo, Turbo und nochmal Turbo. Es gibt noch ein paar Kompressoranwendungen. Bei uns ist es beides, genau. Was macht unser Turbo, ist eigentlich schon einzigartig. Man muss. Also ich meine jetzt generell der Kompressor, nicht jetzt nur euer, sondern wenn wir jetzt nur KW-Kompressor angucken, was Kompressor einfach auszeichnet, was das Coole an einem Kompressor ist für die Leute, die nur einen Kompressor gefahren sind. Also die Kompressoren an sich sind natürlich sehr spontan in dem Ansprechverhalten. Das heißt, du sitzt drin, gibst Gas, hast eigentlich fast keinen Verlust, also Type to Torque, sagen wir dazu. Du hast eigentlich Instant Torque. Das heißt, wenn du Gas gibst, das Ding hängt auch super am Gas. Beim Turbo weißt du das selber. Also ich finde selbst die modernsten Autos momentan, wo es heißt, sie haben kein Turboloch, die haben immer noch ein Turboloch. Ja, klar. Wenn du mal driftest du bestimmt ab und zu mal gerne. Ja, ich bin jetzt nicht so der Drifter, aber... Okay, aber beim Driften fährst du eigentlich mit dem rechten Fuß. Mhm. Und dann, finde ich, merkst du es eigentlich ganz deutlich, dass dieses Delay vom Gas geben bis Power kommt beim Turbo, also ich muss sagen, da ist einfach ein Kompressor geil. Weil er ja, das habe ich auf der Profahrt auch sofort gemerkt, ja. Mit eurem Nachgerüsteten, dass das definitiv deutlich spontaner ist.
Genau, da wird es auch schon ein bisschen spontaner. Nachteile hatten wir ja eins schon besprochen. Ich war immer der Meinung, dass so ein Kompressor niemals verschleißfest sein kann mit so einem Getriebe, weil der ja wirklich dauerhaft mit dran hängt. Kann natürlich auch sein, dass das mit so einer Kupplung schon mal auch besser wird, wenn der den im Leerlauf viel steht, weil so ein Motor ja schon viel mal an der Ampel steht. Mhm. Das war so ein Punkt, den ich auf der Negativseite kenne. Also unsere Kompressoren sind dafür bekannt, dass sie schon sehr, sehr lange halten. Mhm. Wir haben Kunden, die schicken uns nach 20, 25 Jahren ihre Kompressoren. Schaut da mal rein. Natürlich hast du einen gewissen Verschleiß. Du hast Verschleiß an der Verzahnung, da ist eine Dichtung drinnen. Aber die hätten auch noch ein paar Jahre länger gehalten. Der Verschleiß ist, den haben wir schon gut im Griff. Ja, die Kupplung tut auch ein Gutes dazu. Du hast im Leerlauf diese Drehungleichförmigkeit. Die filtern wir natürlich komplett raus durch die Kupplung. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, trotz dieser irrsinns Drehzahlen, die wir eigentlich fahren, haben wir jetzt keine großen Probleme, wenn es ordentlich natürlich angewendet wird. Wenn für mich als Tuner, wenn ich jetzt diesen Kompressor übernehmen würde und würde einfach Drehzahl immer höher, Rad immer kleiner, was würde als erstes passieren? Ja, dann machst du einen praktischen Burstversuch quasi. Ja. Du schaust, wenn das Ding auseinanderfliegt. Hat man auch schon. Also wir hatten welche, die haben unsere Kompressoren gekauft, haben sie angebaut, dann kam da irgendwann so ein Schrotthaufen zurück. Da war eigentlich vom Verdichtergehäuse fast nichts mehr übrig. Es war eigentlich alles zerborsten. Was haben sie gemacht? Die haben den Kompressor dann mit 180, 200.000 Drehungen laufen lassen. Ja, das hält natürlich nicht lange, ist klar. Das heißt, als erstes würde schon das Rad auseinanderfliegen? Ja, das fliegt auseinander. Das ist ja auch, eine Sache, die haben wir in Verbindung mit unseren OEM-Partnern prüfen müssen. Was passiert, wenn so ein Ding explodiert? Und die machen es dann wirklich so, die lassen dann bei Nenndrehzahl Schrauben reinfliegen. Ja, tut weh, aber ist halt. Ich kenne nur dieses YouTube-Video, wo sie so Äste und Stöcker und so reinstecken vorne. Und das heißt aber, Getriebe und Lagerung ist gar nicht so eine Thematik, sondern ist schon in dem Fall wirklich eher so Drehzahl, dass es auseinanderfliegt. Also ich muss sagen, wir haben mit Getriebe, also mit den neuesten Generationen, also eigentlich seit 15 Jahren, 20 Jahren haben wir alles wirklich super im Griff. Wir hatten mal Probleme mit der Dichtung. Die war nicht so dauerfest, das ist eine neue Dichtung, eine berührungsfreie Dichtung. Da baut sie ein Gaspolster auf, die ist thermisch hochgradig stabil, die hat eigentlich fast keinen Verschleiß mehr, weil sie eben berührungsfrei ist. Getriebe, Lagerung. Alles keine Probleme. Also ganz normaler Verschleiß, also nichts Extraordinäres. Wie würde man im Idealfall das System dahinter aufbauen, wenn ich vom Gas gehe? Brauche ich dann irgendeinen Schubumluftventil, was aufgeht? In der Regel ja. Also was unser Kompressor aber auszeichnet, ist, dass du ihn saugdrosseln kannst. Das heißt, unser Kompressor kannst du die Drosselklappe vom Kompressor bauen. Machen wir bei teilweise Systemen, die wir für Infinitas entwickelt haben, zum Beispiel bei dem M54 SK Plus System. Da sitzt die Drosselklappe vorm Kompressor. Hat viele Vorteile. Das heißt, du saugst nur die Luft an, die du brauchst. Musst also nichts im Kreis pumpen. Du nimmst nur so viel Leistung auf, du brauchst, um diese Luft zu fördern, weil wenn du im Kreis pumpst, ist ja immer quasi so, dass du Vollgas fahren. Also wenn du die Drosselklappe wie bei uns vor einen Kompressor bauen kannst, hast du schon mal viele Vorteile. Luft ist auch noch kälter, die austritt. Aber in der Regel werden Schubumluftventile eingesetzt. Dann hast du natürlich höhere Aufnahmeleistung, hast mehr Förderleistung, hast heißere Luft. Aber das versuchen wir eigentlich in der Regel immer zu vermeiden. Also bei unserem System, ich überlege gerade, also wir bauen eigentlich relativ selten Schubumluftsysteme ein. Drosselklappe vor den Verdichter heißt, dass wenn Drosselklappe zu ist, steht das Ganze schon stark unter Unterdruck. Das ist aber kein Problem. Nee, also Dichtung kann das alles, weil ja dann theoretisch das ganze Gehäuse 0,4, 5, 6, 7 Unterdruck hat. Das geht alles. Also ich habe ja vorher schon erzählt, wir haben selbst Formel-1-Teams, die unsere Kompressoren hernehmen, in der Vorentwicklung, nicht im Rennen natürlich. Also wir fahren von 0,4 bis weit über 5, 6, 7 Bar Ladedruck. Und das hält die Dichtung aus. Krass. Und das Gehäuse. Krass. Das heißt, der Kompressor ist theoretisch auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, universell einsetzbar. Das heißt, den könnte man jetzt auf 4 Liter Hubraum fahren, könnte ihn aber auch auf 1 Liter stecken, wo dann passend dazu Ladedruck nach oben geht. Du musst es immer abstimmen. Wir haben verschiedene Größen von Verdichterläufern. Das muss natürlich irgendwie zusammenpassen. Aber ja, du kannst im Prinzip, wir haben oben in der Entwicklung, weiß nicht, ob du das gesehen hast, da steht ein Motor mit 600 Kubik. Also wir haben schon von 600 Kubik bis 13 Liter aufgeladen. Also ist schon so, dass sowas auch 2-3 Bar Ladedruck auf jeden Fall ab kann am Ende. Ja, 2-3 Bar fährst du normal nicht mit den Systemen. Also in der Regel fahren wir bei den Systemen mit 0,5, 0,6, 0,7 und ab 1 Bar ist das eigentlich schon relativ viel für unsere Anwendung. Beim Turbo ist es was anderes, aber ich sag mal ein Beispiel,
Der M3 mit einem S65-Motor, der alte V8-Motor, da wenn wir mit 0,7, 0,8 Bar fahren, dann sind wir bei 700 PS, 720 PS. Also schon viel. Wir bauen jetzt gerade welche mit 1 Bar, aber da ist wahrscheinlich schon 8 davor. Da sind wir bei einem positiven Punkt noch für den Thema Kompressor. Man hat keinen Gegendruck im Krümmer. Jeder Turbolader, der im Auspuff hängt, logischerweise, erzeugt halt einen Gegendruck im Krümmer. Das heißt, die Abgase können nicht einfach aus dem Motor wieder raus, sondern drücken immer in den Volumen rein. Hier, das hat man beim Kompressor logischerweise nicht, weil im Abgasstrom ist einfach gar nichts. Es drückt einfach nur frei raus. Das heißt, der Wirkungsgrad von dem Motor bleibt deutlich besser die ganze Zeit. Das ist sogar so, dass du nicht, genau, also erstmal hast du ein positiveres Spülgefälle, sagt man da, weil der, das Volumen vor der Turbine, das ist ja wie ein Flaschenhals. Mhm. Genau. Und deswegen hast du mit dem Kompressor natürlich viel bessere Voraussetzungen. Wir sind auch immer limitiert. Deswegen bauen wir bei Hochleistungstriebwerken auch andere Katalysatoren ein. Aber im Großen und Ganzen ist es genauso, wie du sagst, der Staudruck, der Abgasgegendruck ist ein viel geringerer Vergleich zum Turbo. Jetzt wirklich die allerletzte Frage. Angenommen, ich habe ein Auto. Nein, bitte mehr, bitte mehr. Ich habe ein Auto und baue das so ein und will eigentlich meinen Ladedruck bei 0,8 Bar begrenzen. Wie macht man das bei so einem Kompressor? Beim Turbolader würde man einfach Wastegate antakten, geht auf, Abgase geht am Turbolader vorbei. Ich kann hier jetzt hier aber nicht anfangen, künstlich die Kupplung rutschen zu lassen. Ja, warum ist das begrenzen? Zum Beispiel, weil ich nicht mehr Leistung fahre, weil ich Angst habe, der Motor fliegt auseinander. Deswegen, du hast eine starre Übersetzung. Mhm. Du hast eine starre Übersetzung zwischen Kurbelwelle und zwischen Kompressor. Das heißt, du legst eigentlich einen Kompressor so aus, dass die Nennzahl vom Kompressor genauso schnell ist, dass du den Ladedruck erreichst, den du haben möchtest. Okay. Du kannst natürlich, das machen wir teilweise in Projekten, wo wir die Drosselklappe vor Kompressor haben, da können wir es auch manipulieren. Da können wir quasi über die Drosselklappe auch den maximalen Ladedruck begrenzen. Ist aber regelungstechnisch etwas aufwendiger. Aber normalerweise ist es so, Drehzahl Kompressor, Drehzahl Kurbelwelle, festes Verhältnis und dann kannst du es einstellen. Wenn es zu viel ist, brauchst du eine größere Riemenscheibe drauf. Wenn es zu wenig ist, brauchst du eine kleine Riemenscheibe. Okay, das heißt, das wäre in Anführungsstrichen ein kleiner Nachteil von so einem System, dass es halt ziemlich statisch ist und nicht mal eben zum Beispiel erste Gang 0,2 Bar, dritte Gang 0,4 Bar und ab vierte Gang alles, was geht. Außer man kann es über die Drosselklappe zuziehen. Das geht mechanisch nicht. Oder Drosselklappe, du kannst natürlich ein bisschen was über Software machen. Da kannst du auch begrenzen. Okay. Ich habe jetzt schon ein paar Kumpels, die tatsächlich sich deswegen auf der Druckseite quasi auch wieder eine Art Wastegate einbauen und hammerhart aufziehen und halt nach draußen pumpen. Klar, klar. Macht Sinn. Ja, so. Was will ich noch sagen mit zum Kompressor? Du hast mir vorher was zum Fahrverhalten mal gefragt. Ja? Was ist denn auch noch anders zwischen dem und dem Turbo? Also so ein ASA-Kompressor mit einem Saugmotor kombiniert ist eigentlich wie ein Hochdrehzahlmotor. Mhm. Das heißt, die Dinger gehen und gehen und gehen über Drehzahl, haben keine Büffelmotoren-Charakteristik, sondern wenn du mal die M3s anschaust, die ich gerade angesprochen habe, die gehen halt unten schon nett und mit höherer Drehzahl immer besser, immer besser, immer besser. Hängen super am Gas. Ja? Also das Time-to-Torque ist phänomenal bei denen. Und eben dieser Spaß, den du hast bei Sportmotoren, gibt es ja fast nicht mehr. Es gibt eigentlich nur noch diese Büffelmotoren-Charakteristik, die haben die Motoren noch. Also das ist halt auch was sehr Emotionelles mit dem Kompressor. Das heißt, es gibt gar kein Turboloch und das Ding hängt halt wie ein großvolumiger Sauger im Abgas. Genau, also es gibt kein Turboloch und er geht und geht und geht, je mehr Drehzahl du machst, umso besser geht er. Also macht richtig Spaß. Also klassischer Sportmotor. Eine letzte Sache zeigen wir euch jetzt ganz kurz, und zwar dahinter ist nämlich ein Prüfstand, wo die ganzen Dinger nämlich auch noch mal einmal getestet werden. Und ich glaube, wenn du uns den mit ein, zwei Sätzen erklärst, sind wir auch durchholen. Christian, was machen wir hier? Oder was macht ihr hier? Das ist jetzt unser Prüfstand, an dem können wir diverse Sachen erfahren. Die Kompressoren werden aufgeschnallt, werden hier angetrieben, wie wir vorher schon gesagt, über ein Poly-V-Riemen. Da müsste jetzt auch. Nee, ach, der dreht sich nicht, stimmt, weil der Kupplung drin ist. Hier speziell wuchten wir die Systeme. Da wird hier mit dem Laser die Drehzahl erfasst, dann ist da ein Sensor drauf, mit dem die Unwucht erfasst wird. Der wird angetrieben und da wird dann der quasi gewuchtet. Du hast vorhin den Einläufer gesehen, wo die vielen kleinen Bohrungen drin waren. So machen die das. Ja, das heißt, es ist nicht nur Prüfstand in Form von, was so luftmassenmäßig geht, sondern gleichzeitig wird ja auch gewuchtet. Okay, wusste ich gar nicht. In dem Fall wuchten wir, weil wir noch keine Maschine haben, weil der noch so neu ist, der Kompressor. Das ist jetzt wieder der T6-Kompressor. Da müssen wir erst noch eine richtige Wucht bauen. Aber ja, da kann natürlich noch viel mehr. Wir können auf dem Prüfstand die ganze Thermodynamik, die ganze Strömungstechnik durchfahren. Wir machen teilweise End-of-Line-Tests. Also manche Hersteller wollen für uns, dass wir eine Prüfung machen, sei es vom gewissen Prozentsatz, sei es von allen Kompressoren. Also zum Beispiel Alpina und BMW waren sehr, sehr anspruchsvoll. Die wollten eigentlich in der Regel eine sehr hohe Testrate haben. Also auf dem können wir eben relativ viel darstellen, um die Funktion vom Kompressor
nachzuweisen, zu prüfen. Ich sehe auf jeden Fall ganz da hinten ein paar Luftmassenmesser. Das heißt, darüber werdet ihr schon mal den Volumenstrom messen, der einfach reingeht. Richtig. Dass man da überhaupt mal wahrscheinlich eine Größenordnung hat. Ne? Genau, genau. Also damit messt man quasi auch die Leistungsfähigkeit, die Strömungstechnik, was fördert er in welchem Drehzahlbereich. Mhm. Und dann kommt hier halt am Ende das Verdichtergehäuse drauf und hier geht es wieder raus. Genau, das siehst du auch ein paar Drosselklappen. Und hier kann man genauso alles messen und so weiter. Hier siehst du auch eine Ansaugdrosselklappe, da können wir auch die Hubräume von Motoren simulieren über die Drosselung im Ansaugbereich. Das gleiche haben wir auch im Druckbereich. Da können wir dann den Wirkungsgrad von Rückkühlsystemen, also vom Luftfahrt simulieren. Also mit dem Prüfstand können wir so ziemlich das Leben vom Kompressor und Verbrennungsmotor nachbauen. Das heißt, mit der Klappe auf der Druckseite kann man zum Beispiel auch Druckverlust von einem Ladeluftkühler simulieren und so weiter. Richtig, genau. Genau. Ja. Also wir können hier alles durchmessen, wir können alle Betriebszustände einstellen, die wir nachher am Verbrennungsmotor haben. Mhm. Cool. Ja, so, war doch wieder ein etwas längeres Video, waren so ein paar Minuten. Vielen, vielen Dank, war sehr informativ. Ich habe auf jeden Fall mir was gelernt. Weiterhin viel Spaß bei dieser Leidenschaft. Ich nenne es jetzt mal Leidenschaft, weil es ist ja definitiv eine Leidenschaft zum Kompressor. Ja, ja. Nee, hat mich auch sehr gefreut, dass du da warst. Also wir haben jetzt ein bisschen am Lack gekratzt. Ja, also angefangen, kann man bestimmt noch viel weiter vertiefen, das ganze Thema. Aber hat mich sehr gefreut. Die Basics haben wir jetzt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir gucken mal, wo wir mal so Dinge jetzt verbauen können. Viel Spaß. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.